Mein Name ist Ronny Hausmann. Wir befinden uns hier in der Oberlausitz in Hirschfelde in der Nähe von Zittau. Und wir haben heute das Thema Umgebindehaus, Wohnen in der Oberlausitz. Wir stehen jetzt hier an einem Fluss, Neiße, der also im Prinzip zwischen Zittau und Görlitz bis nach Frankfurt-Oder fließt. Dieser Fluss Neiße teilt oder ist die Grenze zwischen Polen und Sachsen. Auf der gegenüberliegenden Seite, polnischen Seite, ist die Besonderheit, dass wir also die Bahnstrecke zwischen Zittau und Görlitz haben, die also teilweise auf polnischem Gebiet verläuft. Wie ich anfangs schon sagte, geht es heute um das Thema Umgebindehaus, welche wir im Hintergrund zwei Stück sehen. Auf meiner linken Seite ist also das Umgebindehaus, was schon saniert wurde. Und auf der rechten Seite ist ein Umgebindehaus, was in der Sanierung sich gerade befindet und wo wir natürlich auch ein bisschen was sehen können. Jetzt gehe ich dorthin und würde einfach ein paar Sachen erklären, die zu diesem Thema Umgebindehaus sehr gut passen. Das Umgebindehaus ist ein ökologisches Haus. Das bedeutet einfach, wir haben also nur natürliche Sachen in dem Haus verbaut. Der wichtigste Bestandteil ist das Holz. Wir haben in den anderen Bereichen Lehmputze oder Kalkputze. Viel mehr Materialien sind hier nicht verwandt worden. Der Dachziegel ist meistens in der Zwischenzeit als ein Ziegel ausgeformt. Ansonsten haben wir nur Lehm und Holz oder Stroh verwandt. Das Umgebindehaus hat seinen Namen vom Umgebinde. Dieses Umgebinde bedeutet einfach, dass es das untere Geschoss umbunden wird von dieser Holzkonstruktion, die wir hier schwarz dargestellt haben. Diese zwei Bereiche sind direkt voneinander entkoppelt. Das bedeutet, ich kann den unteren Bereich ohne Eingriff in den oberen Bereich sanieren. Das ist auch die für mich logische Variante für die Erklärung, warum man diese Blockbauweise mit einer Ständerbauweise verknüpft hat. Sanierungsvorteile hat diese Konstruktion einfach, dass wir also, wenn hier unten Schäden in dem Holzbereich haben, wie wir das jetzt hier sehen, diese Ergänzung, kann man die ohne, dass man das Obergeschoss beeinträchtigt, durchführen. Und genau andersrum das Gleiche, wenn ich also an dieser Konstruktion, diesen Ständern hier etwas verändern muss, brauche ich nicht eingreifen in diesen Bereich. Diese Bauweise ist entstanden, wo die Franken und die Slawen aufeinander getroffen sind. Das heißt einfach, wir haben also diesen fränkischen Fachwerksbau und die slawische Blockbauweise, die also hier eine Kombination erfahren hat. Wir haben diese Konzentration hier in dieser Region einfach nur, weil die Franken hierher gekommen sind in diese Ostwanderung und die Slawen in Richtung Westen gewandert sind. Und wir haben also hier dann den Punkt gehabt, wo die zwei die Kombination der Bauweise vollendet haben. Wir haben also das Gebiet hatte sich früher weiter erstreckt. Das ging also bis nach Leipzig, das ging Richtung Polen noch ein Stück weiter rein und auch in Tschechien sehr, sehr viel. Und hier ist aber die größte Konzentration. Wir sprechen zurzeit von über 19.000 Umgebindehäusern in der Region, die noch da sind. Und damit ist es auch ein gewisser kultureller Wert hier für diese Region und natürlich ein identitätsförderndes Mittel. Wir können uns jetzt gemeinsam noch mal ein paar andere Häuser angucken und dazu lade ich Sie recht herzlich ein, mit mir mitzukommen. Natürlich kommen sehr viele Menschen in die Region zurück oder auch entdecken die Region neu. Auch die Umgebindehäuser in dem Moment und auch die Häuser zu bewohnen. Dafür ist natürlich unser Verein Fachring Umgebindehaus prädestiniert dafür, Sie da in der Richtung zu begleiten oder jemanden dafür darin zu begleiten. Hier haben wir zum Beispiel ein sehr gut saniertes Umgebindehaus, wo also auch Fachfirmen, die die Lizenzmarke Fachring Umgebindehaus tragen, ihre Leistungen abgerufen haben. Und man kann sagen, es kommen immer mehr in die Region, um diese Häuser zu sanieren, zu restaurieren und für ihren Altersruhesitz oder auch für die Wochenend- oder Urlaubsausflüge für sich zu nutzen. Und wenn Sie mehr erfahren wollen, gehen Sie einfach auf www.fachring-umgebindehaus.de. Dort gibt es weitere Informationen über das Umgebindehaus, über uns, über die Arbeit, die wir verrichten und natürlich über die Umgebindehäuser, die Sie noch leerstehend erwerben können. Hier zum Beispiel ist eins, dort oben gibt es auch noch welche. Wir freuen uns auf Ihren Kontakt und würden Sie sehr, sehr gerne kräftig unterstützen bei der Suche von Häusern, Sanierung von Häusern, was alles so drumherum gibt, bis hin zu Fördermitteln. Wir freuen uns auf Sie.